Das sind die Themen. Italiens Supervulkan ist am Beben. Aktivitäten wie seit über 40 Jahren nicht. Vulkanausbruch in Indonesien. Behörden warnen vor einem Tsunami. Und Wetterchaos in Dubai. Die schwersten Regenfälle seit 75 Jahren. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir starten zunächst einmal in Deutschland, wo ja das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet wurde, wonach es jetzt leichter ist, dass Menschen ihr Geschlecht ändern können, obwohl das natürlich wiederum dem biblischen Gottesbild widerspricht. Gott schuf Adam und Eva und Mann ist Mann, Frau ist Frau. Das wird kein Gesetz auf der Welt ändern können, auch nicht in Deutschland, denn das Gesetz Gottes steht über allem und der Schöpfer hat da auch einen Plan, den die deutsche Bundesregierung natürlich jetzt wieder mal zunichte macht. Am 12.04. wurde berichtet, mehr Rechte für Transpersonen. Bundestag beschließt Selbstbestimmungsgesetz. Nach einer emotionalen Debatte hat der Bundestag das neue Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Das Plenum stimmte mehrheitlich für das Gesetz, mit dem die Änderung von Geschlechtseinträgen auf dem Amt leichter werden soll. Und gerade im Sport gibt es ja eine absolute Wettbewerbsverzerrung, wenn, ich sag mal, normale Frauen auf einmal boxen müssen oder was auch immer gegen jemand, der glaubt, eine Frau zu sein, aber in Wahrheit ein Mann ist. Und das ist natürlich absolut, wie gesagt, wettbewerbsverzerrend und unfair und darüber hinaus, wie gesagt, auch unbiblisch, denn Gott erschuf im Anfang Mann und Frau, nicht Mann und Mann, nicht Frau und Frau. Und dass einige Menschen glauben, sie könnten ihr Geschlecht ändern wie irgendwelche Kleidungsstücke, das zeigt schon, in was für einem gottlosen Phantasialand wir in Deutschland angekommen sind. Hier auch sehen wir ein Bild aus Braunschweig. Es wurde berichtet am 11. April. Symbol für Vielfalt. Hier soll Braunschweig einen Regenbogenstreifen bekommen. Auch das ist eine neue Flagge eigentlich, die in Deutschland immer wieder auftaucht. Mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwann Schwarz-Rot-Gold verschwindet und Deutschland sich die Regenbogenflagge überstirbt sozusagen oder bei der Fußball-EM. Dafür ist ja Deutschland bekannt. Das Schlimme dabei ist, dass der Regenbogen in der Bibel ein Zeichen Gottes ist, das Gott in den Himmel gesetzt hat nach der Sintflut als Zeichen dafür, dass Gott niemals wieder die ganze Erde mit einer Sintflut heimsuchen wird. Aber wir sehen auch hier, da wird Gottes Symbol missbraucht für Unbiblisches, was in Deutschland vor allem mittlerweile zum Alltag gehört. Deswegen gute Besserung ins deutsche Phantasialand und wir verlassen Deutschland, bleiben aber in Europa und kommen nach Italien, wo ein Supervulkan immer stärker wird und es auch zu Tsunamis kommen könnte. So wurde berichtet am 14.04. Supervulkan in Italien bebt immer stärker. Erdstöße in Bucht nähren die Angst vor heftigem Tsunami. Seit Monaten werden die rund 500.000 Menschen in der roten Zone rund um den Supervulkan der phlegräischen Felder von unaufhörlichen Erdbeben gebeutelt. Ein Ausbruch des Supervulkans wäre schon an Land verheerend, wie ein Blick auf frühere Eruptionen beweist. Ein Ausbruch im Golf von Pozzuoli würde dazu auch noch verheerende Tsunamis nach sich ziehen. Und da sehen wir auch, dass gerade in Europa, aber weltweit, wie wir gleich sehen werden, die Naturkatastrophen absolut zunehmen. Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es immer mal wieder einen Vulkan, der stärkere Aktivitäten aufweist oder auch mal wieder ein Erdbeben. Aber so wie aktuell in den letzten Tagen, Wochen und Monaten das der Fall ist, das zeigt schon, dass die Erde am Beben ist. Und das wird alles auch vorerst nicht besser werden. Ein weiterer Artikel dazu vom 17. April, den schauen wir uns an, da heißt es, Italiens Supervulkan lässt Erde 90 Mal an einem Tag beben. Noch nie von dieser Intensität gehört. Seit vorherigem Sommer ist der Supervulkan der Phlegräischen Felder im Süden Italiens so aktiv geworden wie seit den 1980er Jahren nicht, also seit fast 50 Jahren, als die Stadt aus Sorge vor einem Ausbruch evakuiert wurde. Experten warnen vor einem neuen Ausbruch und der würde, wie gesagt, verheerende Folgen haben, nicht nur für die Erde,
rund um Italien, sondern es könnte auch ein Super-Tsunami daraus entstehen. Und da sehen wir, dass die Welt absolut aus den Fugen geraten ist, genauso wie die geistige Beschaffenheit vieler Menschen auf der Welt. Wir kommen damit nach Indonesien und verlassen Europa, denn auch dort scheint ein Vulkan bald auszubrechen, beziehungsweise ist schon ausgebrochen. Jetzt droht eine Tsunami-Welle, das Land heimzusuchen. Am 18.04. wurde berichtet, Behörden warnen vor hoher Tsunami-Welle nach Vulkanausbruch. Nach dem Ausbruch des Vulkans Ruang in Indonesien haben die Behörden die höchste Alarmstufe ausgegeben und vor einem möglichen Tsunami gewarnt. An dieser Stelle hoffen wir natürlich, dass die Menschen dort auch evakuiert werden, dass niemand zu Schaden kommt. Aber ein Vulkanausbruch, eine Tsunamiwelle, das wird natürlich Schaden hinterlassen. Und wir sehen also, in Italien, Vulkanausbruch steht vor der Tür. In Indonesien ist ein Vulkanausbruch bereits geschehen. Tsunamiwellen drohen hier und dort. Und das wird verheerende Folgen haben. Ganz schlimm sieht das aktuell auch aus in Dubai. Und besonders der Himmel ist dort in eine Farbe versehen, die so nicht oft vorkommt. Ebenfalls am 18.04. wurde berichtet, Wetterchaos in Dubai. Himmel leuchtet plötzlich grün. Da kann man sich einige Bilder im Internet anschauen. Sieht sehr, sehr merkwürdig aus. In der Wüstenmetropole ist in wenigen Stunden so viel Regen niedergeprasselt wie sonst in einem Jahr. Es seien die schwersten Regenfälle seit 75 Jahren. Sintflut in der Wüste, heftige Regenfälle stürzen Dubai ins Chaos. Ja, wir sehen also hier auch mal wieder die Faktenlage. Italiens Supervulkan so aktiv wie seit fast 50 Jahren nicht. Wir haben ein Erdbeben gesehen in New York wie seit 141 Jahren nicht. Und in New Jersey seit 240 Jahren nicht ein Erdbeben. Auch in Asien. Viele Erdbeben nehmen zu. Und hier die größten Regenfälle in Dubai seit 75 Jahren. Unfassbar. In wenigen Stunden fiel so viel Regen wie in einem ganzen Jahr. Und wer sich die Bilder anschaut, der wird auf jeden Fall sehen, dass das ein historisches Ereignis mal wieder gewesen ist. Und auch in den USA scheint bald wieder ein großes Erdbeben zu geschehen, nämlich in Kalifornien, in der San Andreas-Verwerfung. Und zwar ein Erdbeben, was über der Stärke 7,2, glaube ich, sein würde, wenn es dazu kommt. So wurde berichtet am 17. April. Kalifornien in Alarmbereitschaft. San Andreas-Verwerfung deutet auf Erdbeben noch 2024 hin. In Kalifornien ist die San Andreas-Verwerfung für Erdbeben bekannt. Eine Gegend beobachten Forschende ganz genau. Jeden Tag drohe hier ein starkes Beben. Das nächste Beben steht bevor, vermuten jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also 2024 könnten noch viele weitere Erdbeben geschehen. Auf jeden Fall auch in Kalifornien wird ein großes Erdbeben erwartet, das wie gesagt auf der Richterskala über der 7,2 stehen soll. Und das würde auch in Kalifornien für großes Chaos sorgen. Und wir sehen die Lage auf der Welt. Es gibt noch mehr Katastrophen, die überall passiert sind. Naturkatastrophen. Ich habe mal einen kleinen Überblick euch hiermit nur verschaffen wollen. Also wir sehen, die Welt gerät aus den Fugen. Kriege, Naturkatastrophen, Zeichen am Himmel. Wir leben in den Wehen der Endzeit. Daniel 8 lässt auch grüßen, wenn es gänzlich zu einem Krieg kommt zwischen dem Iran und dem Westen. Da soll einer sagen, das ist völlig normal, alles Zufall, hat mit Endzeit nichts zu tun. Lesen Sie die Bibel, dann wissen Sie, in welcher Zeit wir leben, denn wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Und deswegen schauen wir uns nochmal an, einen aufmunteren, hoffnungsvollen Vers oder Verse aus dem Psalm 91. Da heißt es ab Vers 5, Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt, ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen, denn du sprichst, Der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Auch wenn wir sehen, im Krieg oder in Naturkatastrophen, dass die Menschen fallen wie Fliegen, Tausende, Zehntausende, mit Gottes Hilfe können wir allen Plagen entgegentreten oder Gottes Hand ist über uns und wir werden durch diese Plagen hindurchgehen, so wie Gott auch Israel durch das Meer durchgehen ließ und das Meer dann auf die Feinde Israels geschüttet hat, so wird es sein. In der Endzeit, in der Drangsal, und denken wir dran, es gibt ja auch einen Schutzort, wo wir 3,5 Jahre sein werden, die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn, dem größten Ereignis in der Geschichte der Menschheit bis hierher. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal und meine Arbeit. Vielen Dank dafür und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis. Die Wahrheit kommt nämlich ans Tageslicht, ob die Menschen das glauben oder nicht. Es ist der Herr der Herren, der König der Könige, der Richter der Welt, der Friedefürst und der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen. Und Gottes Segen.